So, Friends, herzlich willkommen zur heutigen Folge von Ark The Final Island. Ja, heute ist eine kleine Schnackelfolge und eine Umzugsfolge. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dem Paraceratherium, das wir uns letzte Session letztes Mal aufgebaut haben, einmal um die Welt reisen möchte, also quasi einen Außenposten irgendwo aufbauen möchte. Und ihr seht schon, oben sind zwei Pflanzen gewachsen, die beiden anderen, die waren auch gewachsen, sind aber schon wieder verdorben, weil sie keinen Dünger mehr hatten. Wir haben das letztes Mal mit Scheiße gemacht und die war leider schon komplett weg. Jetzt ist aber Dünger drin und wir können quasi uns auf die Socken machen. Ich weiß noch nicht wohin. Ich werde einfach an der Küste entlang, denke ich. Also nicht ganz an der Küste entlang, aber schon recht nah. Na gut, das funktioniert jetzt nicht. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht doch durch das Viech durch die Tore aufkriege. Kriege ich auch super duper. Nicht ganz an der Küste entlang werde ich laufen, aber so ein bisschen erstmal Richtung Roter Obelisk und gucken, ob ich mich da vielleicht am Wasserfall oder so irgendwo niederlasse, wo es ganz gemütlich ist. Und mir da dann nochmal was Neues aufbaue. Und zack, und oh, aus der Luft wieder drauf, Leute. Genialst. Genialst. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, werde ich das Ganze hier wahrscheinlich nicht schneiden, sondern ein bisschen labern dabei. Gibt nämlich ein paar Sachen zu sagen, zeigen vielleicht auch schon, aber wahrscheinlich eher nicht, und erklären. Das Ganze geht um den Server hier. Ja, ihr wisst ja, einige von euch spielen auch drauf, haben sich als Tribe zusammengefunden. Ich weiß nicht, wie viele, 4, 5, 6. Insgesamt haben wir noch ein paar mehr Spieler. Also der Server ist nicht ganz leer. Sagen wir mal so, hier spielen schon ein paar drauf. Das Ding ist, die um 18 Uhr auf meinem Kanal vorbeigucken, manchmal zufällig, und meinen Livestream schon gesehen haben, das waren so 20 von euch oder so, circa ein Drittel, hat schon mal vorbeigespengst. Da gibt es auch drei, vier, die ganz besonders vorbeigucken quasi. Dann habt ihr schon gesehen, woran ich arbeite. Dann kennt ihr das nächste Projekt quasi schon. Und zwar, Friends, arbeite ich an einer eigenen Arc-Map. Ja, das hatte ich gestern im Video schon gesagt, dass ich das ab und zu gestreamt habe jetzt. Da möchte ich auf YouTube aber eigentlich nichts von zeigen, außer in den Streams halt. Also das ist ein Livestream-Only-Projekt, das Bearbeiten von der Map quasi. Der Rest, also was ich da alles mache und pipapo, wird es nur im Livestream geben. Das Ganze hat folgenden Grund: Ich habe keinen Bock, jetzt hier so eine Entwicklungs-YouTube-Video-Reihe reinzupacken. Und außerdem soll man die Map ja später noch erkunden können. Wenn ich jetzt hier jedes Putzi-Bitzchen dokumentiere auf YouTube und zeige, wie es geht, was ich mache, Huiepui und wo ich dran bin, dann möchte am Ende keiner mehr die Map spielen, weil sie alle schon kennen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich jetzt, was machen wir mit dem Server hier, wenn meine Map fertig ist? Das wird voraussichtlich noch 1 bis 2 bis 3 Wochen dauern, dann ist die Map fertig und dann wird womöglich dieser Server hier offline gehen, Freunde. Das Ding ist, der Marius, der hat Lust auf einen Server-Wipe, das heißt, die Map hier komplett nochmal neu aufsetzen, beziehungsweise nicht diese Map, sondern den Server komplett löschen und die Map The Center. Könnt ihr euch mal angucken, gebt einfach bei YouTube ein Ark. The Center ist eine super epische Map, die möchte er gerne während der Zeit hier draufpacken. Habe ich auch überhaupt nichts gegen, die Map ist super episch. Das Ding ist nur, dann wäre das Let's Play ein bisschen am Arsch, weil ich eben, ach komm schon, Junge, weil ich eben, jetzt kann ich nicht sprinten, weil der mich angerotzt hat, der Rotzlemel. Der Rotzpopopzi. Ne, das Problem ist, dass ich nicht nochmal ein Let's Play für 2 Wochen anfange, wo ich The Center spiele. Ja, das ist dann ein Let's Play mit 10 Folgen und das ist auch irgendwie Quatsch. Das möchte ich nicht. Ich möchte, wenn dann, richtig. Also ganz oder gar nicht ist quasi mein Motto dabei. Und ihr seht, das Viech geht ganz gut ab eigentlich. Ich habe jetzt halt vor, jetzt heute, morgen, übermorgen noch sehr, sehr viel hier zu spielen. Vielleicht machen wir den Wipe auch nicht, muss ich mal gucken. Mir eine kleine Base aufzubauen und so weiter. Ich kann auch mit euch hier ein bisschen schnackeln, mit denen, die hier drauf sind. Dann werde ich die Map in Singleplayer ziehen und da weiterspielen. Höchstwahrscheinlich, bis dann meine Map draußen ist. Und dann mache ich ein Let's Play von meiner Map halt. Wieder auf einem normalen PvP-Server. Da wird es auch eine Special Mod geben, die das komplette Ark-Grundprinzip, also es ist eine Total Conversion Mod, so nennt man die Mods, die das komplette Grund, den kompletten Grundgedanken des Spiels quasi einmal verwerfen. Da wird eine Total Conversion Mod drauf kommen, habe ich mir schon rausgesucht. Die ist ziemlich, ziemlich cool. Das ist was nicht komplett Neues, aber sehr, sehr, sehr viel anders. Es ist sehr viel, wie soll ich das sagen, sehr viel detaillierter, sehr viel echter dadurch das Spiel.
Also lasst euch auf jeden Fall überraschen und es gefällt mir vor allem diese Mod, weil es halt für mich was komplett Neues ist. Ich habe jetzt mittlerweile 1500 Spielstunden in Ark und mich flasht hier gerade nichts mehr. Ja, ich weiß ganz genau, auf Level 80 kriege ich das und das und Hokus Pokus Filiboss. Da ist für mich nicht so der Burner drin. Jetzt laufe ich nach Gefühl. Hier bin ich, Hokus Pokus. Cool, ey. Und mega geiler Ausblick einfach. Ich laufe jetzt einfach hier runter an den Strand. Da links kommt nämlich Sumpf. Und da ist auch ein gutes Plateau, wo man eventuell drauf könnte. Und das wäre nicht so weit weg von Eisen. Wobei ich sowieso nur so einen kleinen Standgestützpunkt, da ist ein Raptor, mir aufbauen würde. Und dann da nochmal, oh, da auf der Klippe wäre auch cool. Da von hier aus quasi nochmal Sachen tame und einen Außenposten einfach aufbau. Guck mal, da hinten auf der Klippe. Was haltet ihr davon? Zwischen den beiden Pflanzen jetzt, Moment. Da oben drauf. So an der Grenze vom Sumpf und dann zählen wir uns mal Sumpfviecher, Krokodil, Dimorphodon, das ganze Gedöns. So und da hinten, da müsste ich einmal am Krokodil vorbei und dann da hoch und dann könnte ich mich da auf der Klippe, wie gesagt, niederlassen. Nicht da ganz oben drauf, nur hier. Es hat mich, glaube ich, noch nicht gewittert. Gewittert hat es mich noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob mich das überhaupt angreift, aber es steht mir leider im Weg. Also ich muss es wohl oder übel eliminieren. Und möchte es mich? Ne, das lässt mich komplett in Ruhe. Batz, aber ich lass dich nicht in Ruhe, Freundchen. Bei mir bist du an der falschen Adresse. In Ruhe lassen ist nicht. Und jetzt war der Level 100, den ich ihn nämlich geil tamen können. Level 12. Oh, und jetzt sehe ich gar nichts. Augen zusammenkneifen, damit ich irgendwas sehe. Mensch, Meier. Die Steine sind, glaube ich, noch abbaubar. Boah, ich sehe gerade echt übelst wenig. Also so richtig wenig. Ich glaube, ich warte kurz, bis Tag ist. So, Tag ist... Friends, ich würde sagen, ich packe jetzt mal die Spike Walls aus. Ich habe mir hier diese Fläche, diese Steinvorsprung jetzt erkoren. Die müsste ich eigentlich hier in der Smithy gelagert haben. Zeig mal her. Jo, haben wir in der Smithy drin. Und ich probiere jetzt mal die Offline Raid Protection hier auf das Paraceratherium zu bauen. Ah ne, cannot be placed on a platform. Alles klar. Ist okay. Ist auch völlig verständlich, finde ich. Auf einer Plattform wäre so ein Offline-Raid-Ding ist nämlich fucking OP und ich muss das Viech noch einmal umparken. Das steht hier leicht ungünstig, damit ich die Mauer da schön drum kriege. Das wird keine Riesenbase, das wird nur so ein kleines, eingezäuntes, gemütliches Dingensbummens. Erstmal halt mit Spikes drum und dann wird da nach und nach eine Base draus, nehme ich mal an. So. Zeig mal. Also hier würde ich gerne anfangen. Hier ist auf jeden Fall der Start. Das heißt, einmal so. Dann einmal so. Einmal so, aber allzu winzig soll es halt auch nicht werden, ne? Einmal so. Einmal die Steine wegkloppen. Steine weggekloppt. Oh ne, hier habe ich noch einen vergessen. Und ich finde echt das Paraceratherium, das eignet sich einfach zu 100% geil, um so einen Umzug zu machen oder so einen Außenposten nochmal extra zu errichten. Das finde ich übelst den geilsten Dino überhaupt eigentlich. Da ist ein Dilo. Aber der juckt mich jetzt gerade mal irgendwie gar nicht. So. Einmal hier. Den müsste ich vielleicht gleich eliminaten. Deswegen nehme ich schon mal das Schwert in die Hand. Und da muss ich gleich spinksen, wo ich ein Loch lasse. What? Damit meine... Ach, war nur ein Leck. Meine Dynamites noch raus können. Den hier muss ich auf jeden Fall auch kurz wegklöppen. Nein, den kann ich gar nicht wegklöppen, Friends. Der sieht aber so wegklöppbar aus. Okay. Das ist natürlich gut und schlecht zugleich. Gut, weil das eine natürliche Grenze ist. Schlecht, weil das meinen Spielraum eingrenzt. Ich wollte den eigentlich wegklöppen. Und da meine Base noch hinbauen. Die ist jetzt natürlich extrem kleiner, als ich dachte. Extrem viel kleiner, nicht extrem kleiner. Kriege ich hier einen Spike denn da irgendwie drauf? Nee, ne? Nee. Ey, Mist. Kacke. Alles klar. Okay, ich spring's trotzdem mal, wie groß das jetzt hier ist. Ja, hier passt ein bisschen was hin. Ein kleines Häuschen und das Paraceratherium. Mehr dann aber auch nicht. Und ich gucke mal, ob ich durch den Ausgang da passe. Das sieht mir nämlich auch gerade irgendwie aus wie ein bisschen Hokus Pokus Kokolores. Zeig mal. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Und... wieder ram sam sam, wieder ram sam sam. Au, au. Krieg ich Damage. Ist jetzt nicht das Geilste.
Gut, das heißt, noch einmal abreißen und dann wird da später ein Dino-Gate hingezimmert. Hingeklaboostert, genau hierhin. Demolish, Batz. So, jetzt sollte das groß genug sein. So, so, so. Einmal bitte den Wendekreis abchecken, Friends. Vielleicht kann ich ja auch irgendwie mit dem Paraceratherium. Moment mal, das ist jetzt. Das ist jetzt eine Idee, oder nicht, Friends? Ist das eine Idee oder ist das keine Idee? Was ich hier gerade mache. Wo ich hier gerade bin. Also ich würde sagen, das ist die pornöseste Porno-Idee. Ich könnte einfach hier drauf meine Base klabustern oder. No ground or snap point. Fuck. No ground or snap point. Fuck. Ich glaube, ich kann hier oben nicht drauf bauen. Oh Leute, das wäre nämlich wirklich. Das wäre super episch gewesen. Shit, kann ich denn das Ding hier auf den Boden stellen? Ja, okay. Dann kann ich da oben wirklich nicht drauf bauen. Ach, scheiße. Oh Mann, das ist richtig schade. Da hätte ich übelst gern jetzt eine Base gehabt. Das hätte so vergeilert. Das glaubt er ja gar nicht. Er hat auch geglaubt, das schon, aber... Ihr wisst nicht, wie sehr ich mich da jetzt drüber gefreut hätte. Friends, wo gibt's das denn? So. Nichtsdestotrotz... Ich habe mir vorgenommen, ich mache jetzt die nächsten Folgen noch ein bisschen uncut. Guck mal, wie das ankommt. Müsst ihr auch mir Feedback geben. Ich habe jetzt vorher noch kurz ein bisschen Holz zu klöpperdiesen. Einmal das Gate. Alles klar. Doch, haben wir hier. Wooden reicht. Ja, wir sind ja hier nicht bei Kokolores unterm Sofa. Außerdem habe ich ja hier Pflanzen auf meinem Dingens. So. Wood, Stone, Thatch, Fibber. Alles klar. Haben wir alles nicht. Das ist natürlich suboptimalst. Macht aber auch nichts. Können wir jetzt schnell farmen. Also, Wood brauchen wir sehr viel. Das farme ich am Ende. Stone brauchen wir nicht mehr so viel. Das hole ich jetzt schnell. Das Gute ist, ich habe da so ein Riesenviech jetzt als Defense. Okay, Wood habe ich. Thatch. Stone habe ich. Und jetzt kriege ich natürlich Durst. Ist ja logico. Aber unser Freund, der Bärencollector, hat natürlich Bären collected. Die ich mir reinziebeln darf. Sehr nice. So, dann brauchen wir noch Fibber. Dafür habe ich mir extra eine Cycle mitgenommen. Eine Cycle Michael Pike. Eine Sichel. Sollte eigentlich jetzt auch genug Fibber sein schon. Jawohl, ich nehme trotzdem noch ein bisschen mehr mit. Und da fehlt nur noch Wood. Und dann haben wir schon mal das Gate. Dann haben wir schon mal so einen kleinen Eingang-Wutz. Und dann wird hinter die Spike Walls noch eine Holzwand gezimmert. Hingedämmert. Damit man da nicht durchgucken kann und oder eine Steinwand vielleicht auch sogar dann dahinter und dann ersetze ich später auch das Tor, aber ich weiß es nicht, weil das Ganze wird ja sowieso ein Singleplayer-Projekt dann am Ende, also die letzten 10, 15 Folgen werde ich im Singleplayer machen. Ach, guck mal hier, der Kollege Dildo, ne, du kriegst mich nicht, ab die Post mit dir, ins Nirvana-Bürste befördert, zack, weg ist er und unser Kollege hier geht auf Leben, der Bus dazu rum mit Leben. Das ist echt unglaublich. Genau, das Ganze wird nämlich ein Singleplayer-Projekt. Habe ich ja jetzt schon 50 Mal gesagt. Und deshalb, oh, ich hatte ganz viel Holz noch in der Smithy. Und deshalb, meine liebsten Popiebsten, muss ich da gar nicht unbedingt die größte Defense jetzt haben, sondern einfach nur einen Schutz vor wilden Dinos. Und den bringt mir auch eine Holzwand und eine Spike Wall. Weil die Spike Wall eigentlich nur so provisorisch war für die ersten 2-3 Spielstunden, dass ich mich sicher fühle. Dafür waren die gedacht. So, und ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Gate hier hinzimmer. Vielleicht. Moment mal, passt das Viech überhaupt durch das Gate? Leute, das Viech passt nicht mal durchs Gate. Was bin ich denn für ein Schnunski-Pönski? Alles klar, okay, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen den Extra, nee, wie heißt dieser Crafting Table aus der Extra Arc Mod? Den müssen wir machen. Da ist er. Den Boy. Okay, das kann ich Kneckebergern und das kann ich leider auch Kneckebergern. Dafür brauchen wir einmal Spinksen, nur noch ein bisschen Wood. Holen wir natürlich. Und dann können wir den auch eventuell, wenn noch Platz ist, sogar auf unseren Dino stellen, auf unseren Paraceratherium, auf unsere Base, unsere neue quasi. Aber nur vorhersichtshalber. So. Einmal bitte Holz.
Und da können wir nämlich dann so halbe Behemoth-Gates machen, wie wir das auch bei unserer Base haben. Vielleicht gibt es da sogar noch ein besseres, was noch ein bisschen kleiner ist sogar tendenziell. Muss jetzt mal gucken, ob sich der Tisch hier auch gut platzieren lässt. Jawohl. Wo packen wir den jetzt hin? Vielleicht tatsächlich übers Bett. Ist platzsparend. Komm, haben wir einen Betttisch. Ist doch auch gemütlich, Jungs. Ein Betttisch. Hey, alles klar. So, und was ich meine, sind die... Nicht die Wood Double Door. Wood Double Door Frame nicht, sondern... Da. Wood Small Behemoth Frame. Das will ich. Ach so, nee, das kann ich ja nicht rausziehen. Kostet 350 Woodfire. Okay, alles klar. Dann fange ich schon mal an, hier reinzulagern. Ich guck mal, eine Smithy hatte ich noch. Jawohl, Jungs, ich wusste es doch. Ich bin nämlich ein Collector Boy. Ich habe alles mitgesnackelt, was ich brauche. So, haben wir noch ein bisschen Holz. Zack, zack, zack und ganz viel Fetch. Das kommt rein. Da müssen wir jetzt nur ein bisschen Holz, ein bisschen am Betzgen Fibber und ein Betzgen Zetch farmen. Fibber kriegen wir hier schnell. Das Farming haben wir übrigens nochmal auf 4 geboostert. Und Erfahrungspunkte auf mal 10 gestellt für die, die jetzt noch neu anfangen wollen. Dass die hier so einen Speedstart hinlegen können und uns direkt raiden können quasi jetzt noch. Ich weiß auch nicht, ob das mit dem Dingens jetzt endgültig ist, also dass der Server offline geht bzw. gewiped wird und deshalb ich das Let's Play im Singleplayer weitermachen muss. Das ist noch nicht 100% sicher, ja. Also der Marius, der wünscht sich das gerne. Ich weiß noch nicht, ob das, also es ist noch nichts wirklich endgültig fest besprochen. Also noch braucht er nicht anfangen zu weinen, Leute. Das will ich damit quasi sagen. Und ich hätte natürlich schlauerweise näher an den Bäumen hier parken können. Aber schlau wie ich bin, habe ich das jetzt nicht gemacht. Naja, gut. Mache ich mich jetzt einmal voll und latsch dann. Ich glaube, da hinten war noch ein relativ dichter Wald. Latsch dann eben kurz dahin und farm da den Rest des Holzes. Wobei das auch hier relativ flott geht. Ihr seht schon. 250 Holz. Das Frame-Dingens haben wir jetzt schon im Sack. Haben wir in der Tasche, haben wir das. Aber locker easy. Wir hatten ja noch über 100 Holz da. Ja, klar. Das ist kein Problemo. Dann einmal bitte... Nee, hier soll das... Ach, guck mal, da haben wir auch noch... Ach, ja... Ich könnte ja auch mit dem Viech hier farmen, aber das Ding ist, der macht das nicht so gut. Der kriegt nicht so viel wie ich mit der Hand. Deswegen bringt es das nicht. So, was fehlt noch? Ach ja. Fibber. Und da haben wir es. Und hierfür fehlt uns nur noch 150 Wood und bis am Betzgen Fibber. Dann packe ich mal kurz das Ding um. Wobei hier, die hat 150 Holz, das kriege ich auch noch hier aus den paar Bäumelis. Bäumelis. Vorher hole ich mir aber jetzt schnell noch Fibber, weil das einfach weniger wiegt. Das ist schlauer, das taktisch so zu machen. Erst Fibber, dann das schwere Wood. Wisst ihr aber, denke ich, ihr seid ja nicht die Doofelhainers. Also die Doofköpfertjes, wie ich immer gern sag. Wobei doch, ihr seid schon ein bisschen Doofköpfertjes. Wer mein Let's Play guckt und sich das hier antut, wer das hier gerade schaut, der ist ein Doofkopf, Jungs. Das kann ich euch versprechen, weil das ist wirklich... Oh, wie schräg die Bäume da sind, habe ich noch nie gesehen in Ark. Habt ihr das schon mal gesehen? Frenz, wo hier mit das denn? Ein schräges Böhmchen. Alles klar. Direkt mal gefällt. Fällt er dann, wenn er jetzt in die andere Richtung umfällt, das wäre GG. Nee, fällt er nicht. Schade. Da haben sie wahrscheinlich auch eine Physik drin. Eine Physik. Dafür drin, wie die Bäume umfallen. Das ist... What? Was war das? Schlange nehme ich an oder so? Ich bin ja hier im Sumpf. Schlange, jawohl. Alles klar. Boah, bin ich hier erschrocken. Jetzt aber Rambazamba, komm, du kriegst auf die Schnütz. Will die mich beim Farmen stören hier? Wie viel Holz habe ich denn noch? Nicht genug, okay. Ich probiere mal mit dem Paraceratherium jetzt die restlichen 2-3 Holzstämme. Ne, das dauert ja ewig. Das dauert ewig, Jungs. Das tue ich mir jetzt nicht an. Ich tue mir jetzt Beeren an. Und wag mich nochmal runter. Für die letzten 3, 4, 5 Holz. Warum hat die Schlange denn nicht das Dodo da vorne angegriffen? Das war doch viel aggressiver drauf gerade, oder? Oder war ich ein lecker Habjes? War ich ein bisschen lecker speckermäßig drauf? Hat sie wahrscheinlich gerochen, hat gesagt, oh ja, der schmeckt ganz gut. Hat an mir einmal geschnuppert und gemacht. Und dann hat sie gesagt, alles klar, der Boy ist mein Leckerschmecker. Und hat mich dann weggesnackt. So könnte ich mir das doch durchaus vorstellen. Jo. Hätten wir das. Einmal zur Base zurück. Und einmal das Gatorino, Setsurino machen. Und dann würde ich sagen, ist auch Schluss mit lustig.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier, ob das Ganze hier der One-Taker quasi ohne Cuts jetzt nur eine oder zwei Folgen lang geht und muss ich mir noch reinspinksen dann später. Hier sind auch ein paar, ein, zwei kurze Cuts drin wahrscheinlich. Aber nicht allzu viel. Das wird in den nächsten Folgen wahrscheinlich wieder mehr. Das musste jetzt nur einmal schnell locker flockig so von der Hand gehen, weil ich wenig Zeit hatte. Und oh. Oh, oh, oh. Und ganz schnell noch eine, beziehungsweise zwei Folgen, also eigentlich eine Folge aufnehmen musste und dann gesagt habe, komm, nimmst du direkt zwei auf. Wenn du schon dabei bist. Vor allem lässt sich das Thema hier einfach gut in zwei Folgen packen, also der komplette Umzug, das schaffe ich ja nicht an einer Folge. So, guck mal, Jungs. Genau das meine ich. So ist das, wie der lecker hab, hier ist das gern hätte. So ist das. Freunde, hammer nice. Jetzt brauche ich nämlich mein Viech auch nicht auf neutral. Oh, Junge. Das gibt's nicht. Auf neutral stellen. Jetzt kann ich einfach hier durchdüsen. Ey, das gibt's nicht. Kriege ich das Gate? Ist das jetzt offen oder nicht? Nee. Sesam, öffne dich. Einmal bitte schnell aufs Paraceratherium. Super, auf den Elmo. Das ist ja nicht ein Paraceratherium. Ist ja nicht irgendeiner, Freunde. Das ist der Elmo. El Elmus Maximus ist das. So, und close the door. The door, the door, please. Und dann werde ich mich, glaube ich... Ah, Moment, ich komme jetzt nicht mehr an die... Das würde mich jetzt noch interessieren. Kann ich noch schnell eine Leather machen? Dafür brauche ich... Tetch. Super. Dann mache ich nämlich jetzt noch schnell mal eine Leather und gucke eben, ob ich jetzt noch aufs Dach komme. Dann kann ich nämlich die Pflanzen noch einmal bitte auf weit stellen und dass die Dinos angreifen. Dann muss ich nämlich mein Viech nicht unbedingt auf neutral packen. Hier kam ich ja nicht hoch, ne? Ah doch, Moment mal. Wenn ich die Leiter so hinsetze, kann ich doch bestimmt ganz genau hier drauf. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Machen wir die Range too high, too low, medium. Und machen dann hier auf all targets. High, low. Okay, das ist normalerweise auf Dingens, auf medium gestellt. So, und hier müsste eigentlich eine wachsen. Ja, alles klar. Dann haben wir jetzt hier eine, die wächst und hier noch eine, die wächst. Super. Und jetzt pfeife ich noch einmal das Viech auf neutral. Und jetzt sollte ich gegen alle Angreifer gewappnet sein. Die Pflanzen sollten drauf losballern. Und das Viech sollte hier, mein Elmo-Pelmolinchen, sollte hier gut einmal drauf knattern. So, das gibt ein Screen, Jungs. Das gibt ein Screen. Super duper. So, einmal K drücken. Boah, dieser Top. Ich habe hier so einen Knopf an der Maus, an der Seite, wo ich K draufgelegt habe. Und der backt die ganze Zeit ein bisschen rum. Der funktioniert einfach manchmal nicht, der reagiert nicht. So, einmal das Viech drehen. Hokus pokus Filibots. Und dann hätten wir den Umzug gepackt. Freunde, Umzug ist gedan. Es ist gedan. Es ist einfach fertig. Ich packe den noch ein bisschen zurück, dass die Pflanzen nicht alles abballern, was hier in der Nähe ist. Sondern nur, wenn hier irgendwas Gefährliches kommt. So. Einmal so hin, bitte. Super. Fertig ist es eigentlich. Da haben wir den Nudelsalat. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, ich sag nur mal... Das Ganze ist noch nicht sicher, was ich in den letzten ein, vielleicht auch nur in dieser Folge, vielleicht auch in der letzten Folge gesagt habe mit dem Server. Es ist wahrscheinlich aber nicht sicher. Auf jeden Fall wird der in 3 bis 4 Wochen offline gehen, weil dann meine eigene Map auf einem anderen Server oder vielleicht auch auf diesem wahrscheinlich, aber ja auf einem anderen Server online geht. Komplizierte Sache, ihr bekommt nochmal alle News, nächste, übernächste Folge reingedönert. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns. Ciao.